Der Psoglav ist ein gestörtes Fabelwesen aus der slawischen Folklore. Sein Name wird in den slawischen Sprachen, insbesondere in der Balkanregion, wörtlich mit Hundekopf übersetzt. Der Psoglav hat den Kopf eines Hundes, in der Regel mit einem einzigen Auge in der Mitte der Stirn. Und er hat Eisenhufe anstelle von Füßen. Sein Körper ähnelt dem eines Menschen, auch wenn er einige animalische Züge aufweist. Die Kreatur wird häufig mit einer unordentlichen Mähne dargestellt, was ihr monströses Aussehen noch unterstreicht. Der Psoglav ist eine bedrohliche Gestalt, die für ihre aggressiven Tendenzen berüchtigt ist. Er streift durch dunkle und abgelegene Gegenden, wie dichte Wälder, trostlose Einöden sowie Friedhöfe und Höhlen. Er kann als Torwächter dieser geheimnisvollen Orte angesehen werden, der jeden erschreckt und einschüchtert, der sich in seiner Nähe wagt. In der Folklore werden die Psoglavs als Aasfresser dargestellt, die sich von den Verstorbenen ernähren. Ihre Assoziation mit dem Tod und unterirdischen Behausungen verbindet sie mit Bestattungsritualen und Jenseitsvorstellungen in einigen slawischen Traditionen. Die Psoglav-Figur ist ein Ausdruck menschlicher Ängste und Befürchtungen im Zusammenhang mit dem Tod und dem Unbekannten. Sein groteskes Aussehen und sein aasfressendes Verhalten machen ihn zu einer mahnenden Figur, die die Menschen vor den Folgen warnt, wenn sie vom rechten Weg abkommen oder sich nicht an die mit dem Tod verbundenen Rituale und Traditionen halten. Der Psoglav kann als Darstellung unkontrollierbarer und bestialischer Triebe oder Züge der menschlichen Natur gesehen werden. Diese Vorstellung von einer Kreatur, die teils Mensch und teils Tier ist, kann die Spannung zwischen Zivilisation und Wildheit darstellen.